Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, heute befinden wir uns wieder im schönen Tamriel bzw. in Auridon und wir müssen hinter uns mit Prinz Nemon sprechen. Ihr kommt mir bekannt vor. Haben wir uns schon zuvor getroffen? Ja, da würde ich jetzt gerne drauf antworten, aber leider ist der Text weg. Ihr kommt mir bekannt vor. Haben wir uns schon zuvor getroffen? Die Königin hat mich gebeten, sie hier zu treffen. Ah, Vulkilwacht, natürlich. Willkommen in Tanzelville. Vielleicht erreicht ihr bei ihrer Majestät mehr als wir. Favoritin der Königin, ich bin froh, dass ihr hier seid. Wir sind nach Tanzelville gekommen, um die Geister unserer Ahnen zu ehren, aber jetzt sind sie über alle Maßen entschlossen, uns zu töten. Warum würden eure Ahnen euch töten wollen? Eine hervorragende Frage, auf die ich keine Antwort habe. Meine geliebte Schwester, unsere Königin, hat uns hergebracht, um eine Zeremonie durchzuführen. Es ist in Wahrheit eher ein politisches Spektakel, um den Segen der Toten zu erhalten und diesen ganzen Unsinn. Schwebt die Königin irgendwie in Gefahr? Wenn die Gefahr sie nicht von alleine findet, wird sie nach ihr suchen und sie zum Abendessen einladen. Sie ist in den Ruinen vor uns und berät sich mit dem Schlachtenvogt. Sie sind fest entschlossen, die Zeremonie abzuschließen. Seid eine treue Untertanin und seht zu, dass sie überlebt. Das tut ihr doch, oder? Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich schwöre, es ist wie eine Heimkehr zum Neujahrsfest. Die Familie trinkt seit den Mittagsstunden und jeder will euch tot sehen. Wer sind diese Leute? Oh, ihr wisst, wie es ist. In den Gewässern vor dieser Insel gibt es große Meeresungeheuer. Kleinere Kreaturen hängen an ihren Flanken und fressen das, was sie von ihrer Beute übrig lassen. Genauso ist es mit den Adligen hier an Land. Warum muss die Königin diese Rituale abhalten? Immer wenn ein neuer Monarch den Thron besteigt, gibt es endlose Rituale und Zeremonien. Ich selbst hatte schon mehr als die Hälfte des 88-tägigen liturgischen Gesangs hinter mir, der für eine Thronbesteigung nötig ist. Dann ist meine liebe Schwester zurückgekehrt. Ihr hättet den Thron besteigen sollen, bevor die Königin zurückkehrte? Oh ja, als unser großer Vater König Hidelid, möge seine Regentschaft auf ewig ruhmreich sein, von uns ging, sollte sie eigentlich die Zeremonien in Angriff nehmen. Doch dann verschwand sie, einfach, puff, weg, ehe sie auch nur das Labyrinth der Sabiarchen betreten hatte. Ist das eine weitere zeremonielle Pflicht? Ja. Und so fiel es mir zu, die verlangten 3555 Tage, die Gebräuche und Zeremonien der Altmeer zu studieren. Ach, aber ich schweife ab. Okay, gut, dann gehen wir erstmal hier rum, weil da finden wir nämlich gleich die Königin. Wir rufen unsere verehrten Ahnen, auf dass sie ihre Erinnerung und Weisheit mit uns teilen. Eure Ahnen schämen sich für euch, Usurpator. Die Schleierkönigin ist die rechtmäßige Erbin. Und Norion wird eure Herrschaft Meine Königin, beenden. Vorsicht! Nun, das hätte besser laufen können. Vielleicht liegt es an dem ganzen Unsinn mit dem königlichen Wir. Wir berufen uns auf unsere Ahnen. Das ist doch eher herablassend, nicht wahr? Nun, ihr seid die Königin. Erinnert mich nicht daran. Diese Zeremonie soll ganz Auridon zeigen, dass ich die Kultur und das Vermächtnis unseres Volkes ehre. Sie soll zeigen, dass unsere Ahnen mich als ihre rechtmäßige Erbin ansehen. Ich schätze, unsere Ahnen haben ihre ganz eigenen Pläne. Warum hat dieser Geist euch bedroht? Ich weiß es nicht. Es fiel der Name meines Beraters Norion. Ich glaube, ihr seid ihm in Vulkilwacht begegnet. Meine Freundin, irgendetwas ist hier aus dem Ruder gelaufen. Ich hasse es, euch erneut um Hilfe bitten zu müssen, aber mir bleibt keine andere Wahl. Sagt mir nur, was ich tun soll. Es gibt noch zwei weitere Priesterinnen anderswo in den Ruinen. Zwei Frauen, denen ich vertraue. Falls Norion sich wirklich gegen mich gewandt hat, fürchte ich um ihr Leben. Steht ihnen bei, während sie ihren Teil der Zeremonie durchführen. Beschützt sie. Wie ihr wünscht, meine Königin. Diese Zeremonien sind wichtig für mein Volk. Also sind sie mir auch wichtig, schätze ich. Was werdet ihr hier tun, meine Königin? Natürlich die Rituale fortsetzen.
Die Priesterinnen warten auf mich. Ich lasse mich doch nicht von ein paar ruhelosen Toten daran hindern, das zu vollenden, was ich begonnen habe. Warum müsst ihr diese Rituale durchführen? Es ist, wie ich es bereits sagte, die Zeremonien sind für das Volk. Sie gehören seit jeher zur Krönung eines neuen Monarchen der Altmeer. Das Volk ist wegen meiner längeren Abwesenheit ohnehin bereits nervös. Es muss wissen, dass es mir vertrauen kann. Warum würde Norion sich gegen euch wenden? Und wer ist die Schleierkönigin? Ich habe keine Ahnung, wer die Schleierkönigin sein könnte. Vielleicht die Anführerin dieser Gruppe, die man das Schleiererbe nennt. Und meiner Einschätzung nach würde Norion seine eigene Mutter verkaufen, wenn er davon ausgehen könnte, auf dem Markt einen guten Preis für sie zu erzielen. Dann ist Norions Verrat also keine große Überraschung? Norion war ein überzeugter Unterstützer meines Vaters. Und nach dessen Tod unterstützte er Naemons Anspruch auf den Thron. Er war sehr lautstark in seiner Enttäuschung darüber, dass ich zurückkehrte, um mir die Krone zu nehmen. Für Norion ist das alles nur ein Spiel um die Macht. Und ich spiele nicht nach seinen Regeln. Das Schleiererbe? Die Gruppe, zu der Astania gehörte? Genau das. Ich hegte die Hoffnung, Astania hätte nur irgendeine Art kleine Splittergruppe angeführt oder einer Bande gewöhnlicher Schläger einen etwas vollmundigen Namen verliehen. Wenn sie hier über Norion zuschlagen können, dann sind sie eine ernstzunehmende Bedrohung. Ja, und sie meinte ja, dass wir den Priesterinnen helfen sollen, aber es gibt einen kleinen Trick, und zwar gibt es hier noch die Priesterin Langwe. Vorsicht, kommt dem Stein nicht zu nah. Er scheint dunkle, nekromantische Energien auszusenden. Was ist das für ein Ding? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er wirkt bedrohlich, oder? Diese Steine sind über Nacht überall an entscheidenden Punkten in den gesamten Ruinen aufgetaucht. Es ist kein Zufall, dass der Zorn der Ahnengeister genau an jenem Tag geweckt wurde. Ich bin sicher, es gibt da eine Verbindung. Er sieht ganz sicher nicht natürlich aus. Nein, tut er nicht, oder? Hier sind finstere Mächte am Werk. Ich habe ein mächtiges, heiliges Symbol der Altmeer, das früher an diesem Ort für Segnungen verwendet wurde. Ich dachte, ich könnte versuchen, es auf den Stein anzuwenden. Aber ich habe Angst und nicht den Mut dafür. Wärt ihr bereit, es zu versuchen? Überlasst das mir. Wir sind doch furchtlos. So, um das kurz zu erklären. Wir sehen ja oben rechts auf der Karte den kleinen Kreis. Das ist eigentlich auch unser Zielort. Aber wenn wir die Quest mit ihr, mit der Priesterin hier vorne, noch zusätzlich machen, dann können wir später in dieses Gebiet zurückkehren. Und die ganzen Geister, die jetzt hier rot sind, die sind dann alle gelb. Meine Götter, es hat funktioniert. Ihr habt den Stein zerstört. Was soll ich mit eurem heiligen Symbol tun? Behaltet es fürs Erste. Ihr könnt es brauchen. Falls noch weitere von diesen Steinen auftauchen, werde ich nach euch suchen. In der Zwischenzeit sollte ich die Königin über unsere Fortschritte in Kenntnis setzen. Ja, und dann tun wir das. So, und wir sehen jetzt hier oben auch die Dreiecke. Da begeben wir uns jetzt mal als Erstes hin, weil das für mich persönlich das Wichtigste ist. Ich habe keine Angst vor euch. Im vollen Block trotzdem noch 3 Meter zurückfallen. Das liebe ich ja. Irgendwie können die auch nicht mal vernünftig schießen seit dem letzten Update. Es dauert immer sehr, sehr lange. So, dann machen wir den nächsten Verderbnisstein. Normalerweise würde ich sagen, wir machen das alles in einer gewissen Reihenfolge, aber ja, da das so ein bisschen, bleibt auch mal stehen hier, da das so ein bisschen durcheinander ist und man überall so ein bisschen was machen kann, nehmen wir natürlich jetzt alles so mit, wie wir gerade sind. Deswegen nehmen wir auch die Himmelsscherbe kurz mit. Wir haben auch schon eine Bestrebung abgeschlossen, sehe ich gerade. Und wir sprechen ganz kurz mit dieser Priesterin, die gehört nämlich tatsächlich zur Hauptquest. Habt ihr sie gesehen? Sie hat versucht, mich zu töten. Kulanwe ist ein Ahnengeist. Sie spukt durch diesen Hain und war schon immer boshaft. Aber so gewalttätig habe ich sie noch nie erlebt. Wo ist dieser Geist? Sie liegt auf der Lauer, um sich auf mich zu stürzen, sobald ich meine Verteidigung vernachlässige. Ich kann die Zeremonie der Königin nicht zu Ende bringen, solange ihr sie nicht von dieser Ebene verbannt. Seid vorsichtig.
Sie wird euch die Kehle herausreißen, wenn ihr ihr auch nur die kleinste Möglichkeit dazu bietet. Ja, machen wir nicht. Angriff! Da rennt sie schon wieder weg, das beide Hühnchen. Ihr habt es geschafft! Jo. Jetzt muss ich das Ritual durchführen. Komm, mach hinne. Mögen die Geister unserer Ahnen uns segnen und leiten, auf dass wir ihr Andenken mit unseren Taten und unseren Gedanken ehren. Mögen die Ahnen euch für eure Gebete segnen. Ja, ich kenn's eigentlich nur so, dass sie dann irgendwas sagt, von wegen das Ritual ist verendet, aber anscheinend ist das schon durch. Das heißt, wir gehen jetzt zu den nächsten Dreiecken, die zu der einen Quest gehören. Und da finden wir dann die nächsten Verderbnissteine. Kommt und holt uns doch! Bastian, ganz ehrlich, du bist ein schlechter Tank. Du ziehst die zwar immer, du ziehst immer wieder die Aggro, aber du rennst genau dahin, wo ich stehe. Und das ist nicht gut. Aber ansonsten muss man ja ganz ehrlich sagen, er ist wirklich ein super Tank für einen Gefährten. Hier ist einer. Muss man dann immer einen Moment warten, bis das Ganze explodiert ist und angenommen wurde. So, hier hinten ist auch noch was zum Lesen. Und wieder Gegner. Ausschwärmen! Nimm den doch erstmal an. So. Ich mache dann so immer die gleiche Runde. Na komm. So. Und dann oben ist jetzt der Platz, wo wir das Ritual durchführen sollen. Also beziehungsweise, wo wir auf sie aufpassen sollen, die das Ritual durchführt. Beschützt mich, während ich zu den Ahnen bete. Da fliege ich dann auf einmal nicht in der Gegend rum im Block. Okay. Wir könnten jetzt, wie ihr oben schon in der Minimap sieht, theoretisch schon wieder zurückgehen. Dann wären die Geister gelb. Also wenn man die Quest... okay, sie hat zwei Köpfe. Das sieht ja mal geil aus. Dann wären die... Geister nämlich auch schon gelb. Das heißt, wer nur die Geister gelb machen möchte, aber die Quest eigentlich gar nicht machen möchte, kann das natürlich auch machen. Ist auch ein guter Tipp, wie ich finde, für alle, die Handwerk machen, weil man zum Einsammeln nämlich auch gerne mal hier hinkommt. Da kann man einfach dann durchreiten und muss halt nicht belästigt werden. Sie jetzt immer noch zwei. Ja, sie hat immer noch zwei Köpfe. Mögen wir von euren demütigen Gebeten und euren Opfergaben erst vollendet. Ihr dürft gehen. Dankeschön. Eigentlich muss ich nicht entlassen werden, aber danke, dass ich es gesagt bekomme. Hier unten rechts ist irgendwo was zu lesen. Ich finde es jetzt aber ehrlich gesagt nicht auf Anhieb. Ich sehe es nur auf der Karte. Deswegen ist er nicht ganz so wichtig. Wir lassen das noch liegen. Und kümmern uns hier erstmal darum, dass die beiden Quests abgeschlossen werden. So. Den nehmen wir kurz mit. Ich weiß nicht, wie lange ich auf dem Account hier noch ESO Plus habe. Deswegen nehme ich jetzt erstmal alles mit, was ich so zwischendurch noch mitnehmen kann. Verteile! So, da oben stehen beide. Das heißt, ich schließe jetzt mal eben kurz das mit ihr ab. Was für faszinierende Steine diese Artefakte sind. Ich frage mich, wo sie hergekommen sind. Wollt ihr euer heiliges Symbol zurück? Nicht so lange, bis auch der letzte Stein vernichtet ist. Soweit ich das sagen kann, ist nur noch einer übrig. Okay, dann machen wir den auch noch. Wieso hat ihr den Schmetterling jetzt nicht genommen? Etwas ist geschehen. Die Geister scheinen wieder fügsam zu werden. Was meint ihr? Ihr habt es geschafft.
Ihr Wahnsinn ist von ihnen abgefallen und die Ahnengeister haben wieder Frieden gefunden. Aber seid vorsichtig. Ich kann noch immer Reste nekromantischer Energie wahrnehmen. Die Steine waren mächtig. Wir werden ihren Einfluss wohl noch eine Weile spüren. So, und wie man nun im Hintergrund sehen kann, alle Feinde, sage ich mal, ja gut, hier sind jetzt keine mehr, sind jetzt gelb. Meine Freundin kehrt zurück. Wurden die Rituale abgeschlossen? Sind die Priesterinnen in Sicherheit? Ja, meine Königin. Was für eine Erleichterung. Vielen Dank. Nun kommt der heikle Teil. Das letzte Ritual muss im Grabmal der Ahnen durchgeführt werden, dort, wo vermutlich die mächtigsten Toten hausen. Wenn ich Königin sein will, muss ich der Angst ins Gesicht sehen und sie bezwingen. Wie könnte ich von meinem Volk verlangen, an mich zu glauben, wenn ich nicht einmal selbst an mich glaube? Dann wird mein Platz wieder an eurer Seite sein. Ich war eine Kriegerin, bevor ich Königin wurde. Ich kann auf mich aufpassen. Aber ihr seid zielstrebig. Und ich weiß, es mangelt euch nicht an Kühnheit. Ich würde eure Gesellschaft begrüßen. Es wäre mir eine Ehre. Ich komme zurecht. Ich war eine Kriegerin lang, bevor ich Königin wurde. Eure Majestät, lasst mich euch begleiten. Ich muss verflucht sein. Ich sollte euch warnen. Ich wette 3 Münzen, dass Norion unten in den Krypten ist. Seid ihr sicher? Nun, nein. Doch so wie er diese Geister kontrolliert, muss er irgendwo in der Nähe sein. Die Krypta ist eine verwinkelte Anlage mit vielen Stellen, an denen man ungestört Zauber wirken kann. Seid ihr bereit, euch ihm zu stellen? Ich bin auf alles vorbereitet. Wenn er sich auf die Seite dieser Schleierkönigin geschlagen hat, ist er ein Verräter. Das bedeutet, dass wir ihm den Garaus machen, hier und heute. Seid ihr dabei? Nach euch, meine Königin. Ihr seid keine Königin, Eiren. Ihr seid eine verwöhnte Göre. Beende diese Farce und lass die Schleierkönigin unser Volk zum Ruhm führen. Die Dinge, die ich für mein Volk ertrage. Ja, was ist mit denen? Ein Hinterhalt! Passt auf! Im wahrsten Sinne des Wortes, sie standen hinter mir. Ich spüre, dass die Ahnen mich führen. Dann sag mir doch mal, wo ich überhaupt hin muss. Kleiner Scherz, ich weiß natürlich, wo ich hin muss. Gut, dass ihr hier unten seid, meine Freundin. Das finde ich auch. Törichtes Mädchen, euer Volk wird euch nie zu seiner Königin krönen. Zerstört diesen Kristall. Ich rette dich. Ich übernehme den Kristall bei der Tür. Ja, ist ja gut. Dann nehmen wir den anderen. Ich war schon wieder ein bisschen weiter. Au. Ich bin geblitzdings worden, Königin Iron. Zerstört jetzt diesen Kristall. Dann geht es weiter. Und weiter. Ja, ich komm. Ich bin doch auch nur eine alte Frau. Die Schleierkönigin wird uns anführen. In Ruhe Sachen einsammeln kann man hier. Sauerei. Auch schon wieder am Kämpfen. Kommt schon! Kommt da raus! Genau, kommt da raus und kämpft mit uns. Ich will nicht länger als notwendig hier unten bleiben. Entschuldigung! Bleiben wir in Bewegung. Ich muss aber die Sachen einsammeln. Warum wehrt ihr euch, Iren? Ihr könnt nicht ändern, was kommen wird. Iron! Nicht rumspielen, wir müssen weiter.
Komm. Ich soll dir nämlich folgen. Es fühlt sich gut an, wieder mein Schwert zu ziehen. Hinter dieser Tür liegt die Ahnenkammer, das Herz von Tansilville. Wenn ich mein Ritual beende und den Segen meiner Ahnen erhalte, wird mich das Volk endlich als König Tamliens Erben akzeptieren. Ja, dann mach hin. Wir haben in Tamriel noch viel vor uns. Wir können uns nicht nur um die Erben kümmern. Dachchen. Törichtes Mädchen. Ich diene der Schleierkönigin. Sie ist unsere wahre Anführerin. Ihr habt euer Volk verraten. Nein, falsche Taste. Entschuldigung. Norion hat bekommen, was er verdient hat. Das Ende dieses Rituals war über. Mögen die Ahnen uns segnen mit ihrer Weisheit und ihrem Schutz. Die Ahnen ehren eure Gebete. Möge das Licht der Acht euch segnen und leiten. Auf dass eure Regentschaft lang und friedlich werde. Es ist vollbracht. Und jetzt raus aus diesem finsteren Ort. Folgt mir. Ja, ich muss ja mal vorlaufen. Das ist ja das Problem. Wenn ich vorlaufe, dann sehe ich wieder Sachen, die ich einsammeln kann. Gut, wenn ich hinterherlaufe, sehe ich die streng genommen auch. Das heißt, wir sammeln alles schön ein, was wir können. Solange wir es noch können. Und dann gehen wir raus. So. Ihr habt alles riskiert, um mir zu helfen. Das werde ich nicht vergessen. Jederzeit, meine Königin. Ihr seid so bescheiden. Vielen Dank, meine tapfere und edle Freundin. Bis wir uns wiedersehen, wohin immer unsere Wege uns auch führen mögen. Ja, und als Belohnung haben wir den Bogen der Zwillingsschwestern bekommen und einen Fertigkeitspunkt. Gebt Acht auf den Straßen, meine Freundin. Ihr seid ein wertvolles Gut für das Dominion. Und für mich natürlich. Habt ihr einen Augenblick Zeit, für meine Fragen, Eurer Majestät? Natürlich, meine Freundin. Unser kleines Abenteuer hier hat auch in mir ein paar Fragen aufgeworfen. Macht ihr euch keine Sorgen wegen der anderen Höflinge? Sorgen, dass sie sich wie Norion gegen uns wenden könnten? Das glaube ich nicht. Norion gehörte zur alten Garde und mochte mich nie besonders. Die meisten anderen, die wir auf unserem Weg treffen werden, treten tatsächlich für einen echten Wandel ein. Wie beseitigen wir das Schleiererbe? Offene Verräter wie Norion bringen wir sofort zum Schweigen, keine Frage. Das Problem dabei ist, dass gerade solche Verräter die Flammen der Unzufriedenheit nur noch weiter anfachen. Wenn ich mein Volk nicht bald für mich gewinnen kann, wird das Erbe mich beseitigen und nicht umgekehrt. Was werdet ihr jetzt tun? Wir halten unterwegs Dutzende von Malen, damit ich meine Reden auf Bauernhöfen und einsamen Anwesen halten kann. Ich glaube, mein nächster größerer Auftritt ist erst in Himmelswacht. Sie richten ein Fest aus und ich soll mich dabei öffentlich mit meiner Schwägerin Estre zeigen. Da freut man sich immer. Ihr beiden steht euch also nicht nah? Wir haben füreinander nicht viel übrig, nein. Mein Bruder hat meine Rückkehr alles in allem recht gut aufgenommen. Ich glaube nicht, dass seine Frau sich ähnlich versöhnlich zeigt. Sie wollte Königin werden. Ja, und schon wieder geht's darum, dass, sag ich mal, Eifersucht im Spiel ist. Die Quest neben mir werde ich jetzt noch nicht annehmen, weil wenn ich die Quest annehmen würde, würde ich nämlich ja beim nächsten weitermachen. Das werde ich dann am Anfang der nächsten Folge zeigen. Und für heute sage ich dann erstmal, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao!